Es wird mal wieder Zeit, dass man Zigarre zusammen raucht. Und heute habe ich was relativ Neues, eine Zigarre. Hier sieht man schön, Casa 1910. Die kam letztes Jahr im September zu uns in die Firma. Hier nochmal die Zigarre vielleicht. Ich habe sie noch nicht angeschnitten, mache ich jetzt sofort. Das ist sie, die Casa 1910. Und diese grüne zweite Anilla-Bauchbinde, wie man sagen möchte, steht im Grunde genommen dafür, dass diese Zigarre aus Nicaragua kommt. So, es gibt bei den Casa 1910 drei verschiedene Linien. Es gibt die orangene zweite Anilla hier drauf. Kisten sind immer orange. Das wäre dann Mexiko. Es gibt die grüne, das ist Nicaragua. Und es gibt die weiße, das wäre Dominikanische Republik, die im Moment in Deutschland nicht verfügbar. So. Ich habe mich entschieden, ich nehme heute mal wieder das Double Cut. Da kann man die schön reinstellen. Ja, wunderbar, sieht man schön. Wichtig ist, die Finger raus. Ich habe mir die Erfahrung schon gemacht, dass man da sich prima auch die Finger mit abschneiden kann. Und man sieht, wunderbar. Trockenzug funktioniert perfekt. Ja, Casa 1910 ist natürlich gleich ganz gut aufgefallen, weil wir, als wir angefangen haben mit dieser Marke, da direkt einen großen Preis. So, Zigarre brennt. Das dachte ich jetzt, das tue ich euch nicht an, wenn das Feuerzeug ja zweimal nicht funktioniert, dass ihr dazu gucken müsst. So. Lucero, so heißt diese Zigarre. Und bei der Casa 1910 geht es ja immer um die Revolution von Mexiko. Okay, das ist jetzt kein Thema, das man in der Schule überschwänglich behandelt hat. Ich würde mal so weit gehen, dass ich sage, die meisten von uns haben da in der Schule wohl eher wenig davon erfahren. 1910 war also diese Revolution. Die einen sagen, sie bis 1918 gedauert, andere bis 1920, andere sagen bis 1924. Da möchte ich mich gar nicht einmischen, weil das ist wirklich nicht mein geschichtlich stärkstes Thema. Und wenn die sich schon nicht einig sind, dann lassen wir das einfach. Bei der Zigarrenserie, bei der grünen, wo es ja um die Nicaragua-Linie geht, das heißt also, diese Zigarren werden auch in Nicaragua hergestellt, geht es immer um ein spezielles Pferd, das an ganz vielen Schlachten teilgenommen hat. Und eben, und das ist das Interessante, dann auch bei Schlachten hervorgetreten ist durch große Leistung und Mut. Zuverlässigkeit. So, und hier geht es eben um das Pferd von Pancho Villa. So, Pancho Villa, das hat man vielleicht schon mal gehört, über den wurden ja viele Filme gedreht. Er selber hat auch später dann Hollywood-Filme mitgewirkt, sich selber gespielt. Also schon ein Mann mit Geschichte. Und der hat eben eine Criollo-Stute, das wird jetzt lustig, eine Criollo, haben wir auch eine Tabaksorte, die Criollo heißt, eine Criollo-Stute, und die hieß eben Lucero, und die war eben bekannt durch große Ausdauer, durch große Leistungsstärke, durch große Treue. Und dieser Stute zur Ehre wurde dann eben diese Zigarre kreiert. Das Deckblatt, ich zeige es euch mal, ist ein, wie wir so schön sagen, Saint-André-Klassik. Also zerlegen wir das mal. Mexiko, das Gebiet San André, die Tabaksorte, Klassik. Ihr wisst, was ich meine. Bei allen anderen Begriffen gibt es entweder wieder Riesengeheule oder Strafen. Strafen wollen wir nicht, und das Geheule, ja gut, lassen wir es stecken, oder? Das Umblatt der Beine ist ein Saint André Negro, also dieses typische dunkle Saint-André-Blatt, das auch als Deckblatt immer wieder in Erscheinung tritt, gerade bei Maduro-Zigarren, wenn mexikanischer Tabak dazu verwendet wird. Und es ist ein sehr eindrucksstarker Tabak, ein sehr schöner Tabak, ich mag ihn sehr gern. Er macht durchaus auch mal so ein bisschen runde Noten, würzige Noten, um den pfeffrig ohne scharf zu sein. So, was ich immer sage, bei spitz zu laufenden Formaten, schneidet so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und wenn die Zigarre irgendwann nicht mehr ziehen sollte, aus welchem Grund auch immer,
Dann nehmt ihr euren Anschneider und dann schneidet ihr die Zigarre einfach noch einmal ein Millimeterchen nach. Na, beim Double Cut ist das relativ einfach. Da können wir das Ding mal anlegen. So. Und dann ist der so scharf, dass wirklich keine Asche von abbröselt. Zumindest solange sie so kurz ist. Ja. Aber das Ding ist wirklich, ich finde es empfehlenswert, auch wenn ich mir schon die Fingerkuppe mit abgeschnitten habe. Aber wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufmerksam ist, dann hat man eben selber Schuld und darf sich hinterher nicht beschweren. Nicht das Messer ist schuld, wenn man sich schneidet, sondern derjenige, der nicht mit umgehen kann. Anwenderfehler. Meiner. So. In der Einlage haben wir Nicaragua, Olmepete, Jalapa, Esteli. Esteli, Jalapa, relativ oben in Nicaragua, Grenzgebiet Honduras und dann eben Ometepe, relativ weit unten, Richtung Costa Rica gelegen, ist dieser große Nicaragua-See. Auf diesem See ist eine Insel, entstanden durch Vulkane. Nicaragua ist ein sehr vulkanreiches Land. Und da haben wir natürlich ein ganz anderes Klima wie oben im Norden. Das Norden nicht mit Deutschland vergleichen, bitte, ne? Also Schnee fällt da keiner. Wir haben aber trotzdem wieder eine ganz andere Klimazone und wir haben natürlich das Seeklima, wieder andere klimatische Bedingungen. Und wir haben da wirklich sehr, sehr mineralische Tabake. Ist wunderschön da. Viele Fotos gesehen, viele Videos schon gesehen. Wäre mal wirklich ein Reiseziel wert. Ja, der Master Blender ist der Juan Manolo Santiago Casillas. Heißt einfach Manolo Santiago. Und das ist ein ausgebildeter Master Blender von Habanos S.A. in Kuba ausgebildet. Einer der ganz, ganz Großen. Die sagen jetzt das Lustige, die Zigarre hätte 4 Stärkepunkte. Die Hersteller gehen gerne immer ein bisschen hoch. Immer. Die machen die Zigarre immer gerne ein bisschen stärker, wie sie wirklich ist. Es fällt einem bei ganz, 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 ganz vielen Zigarrenmanufakturen, bei Vertrieben immer wieder auf. Ich bin da gar kein so großer Freund davon. Es steht halt drin, okay, wir übertragen es dann auch bei uns, aber wenn ich ehrlich bin, groß über mittelkräftig geht die nicht rüber. Und ich sage immer, wenn man wirklich Stärke bei der Zigarre bewerten will, dann muss man halt von ganz, 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 ganz leicht bis ultra, 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 ultra kräftig mal geraucht haben. Und da geht es ja schon los. Nicht jeder verträgt dieses ultra kräftige, dieses viele Nikotin auch. Nicht jeder mag das auch, völlig zu Recht. Und dann muss man halt einfach mal sagen, man muss es auch nicht unbedingt rauchen. Aber trotzdem muss man halt fairerweise sagen, die Zigarre ist keine 4. Irgendwo 2,6 bis von mir aus 2,8. Also knapp über mittelkräftig drüber, aber mehr nicht. Es ist eine schön ausbalancierte Zigarre. Sie hat viel Nuancen, sie hat viel zu bieten. Sie ist wirklich fein. Ja? Wäre die Zigarre jetzt wirklich Stufe 4 von der Stärke her, dann könnte die diese Feinheiten in dem Maße gar nicht rausbringen, weil eine Zigarre, die zu stark ist, wo zu viel Nikotin drin ist, wo zu viel Power drin ist, da kommen die Feinheiten natürlich überhaupt nicht mehr zum Tragen, logischerweise, denn diese unfassbare Kraft von Stärke überlagert natürlich Feinheit von Aromen. In diesem Sinne, raucht was Gescheites und das ist echt mal zu empfehlen, weil es mal ganz anders ist und weil es mal wirklich toll gemacht ist. Raucht was Gescheites.